Die Kurse werden sich verfünfzigfachen. Das muss man Für sich natürlich meinen sofort YouTube-Kanal anschauen. Rendite Rendite. Oh Gott, also wenn ich jetzt mir gar nicht anschaue, was der sagt, sondern einfach nur, wie der ausschaut. Nein, da klicke ich jetzt mal drauf, aber schauen wir vielleicht später nochmal an. Aber kaufen werde ich von dem wahrscheinlich nie was. Was Online-Fokus Webinar Campus? Und was es alles gibt heutzutage. Haben die eine Bruttogewinnmarge von 68% und man kann sich das natürlich relativ einfach erklären, warum die so hoch ist, weil einfach gutes Geld mit Medikamenten verdient wird, zum Beispiel mit dem Krebsmedikament Keytruda. Da kostet alleine eine Dosis 8000 Dollar. Das Geschäft boomt, muss man natürlich sagen, leider die Krebsbehandlung. Aber es ist natürlich auch gut, dass es überhaupt Medikamente dagegen gibt. Hilft bei der Behandlung von 16 Tumorarten und Experten erwarten bis 2025 einen Umsatz nur mit diesen. Also ich habe mir das wahrscheinlich vorher schon mal angeschaut, das Video, deswegen bin ich jetzt hier so mitten reingeplatzt, aber ich kann nur eins sagen. Oh mein Gott, ja, Pharmaindustrie, nicht mein Spezialgebiet und ehrlich gesagt, da bin ich auch stolz drauf, weil das ist Fluch und Segen zugleich. Natürlich haben wir ein hohes Level, aber auf der anderen Seite, also der redet gerade von Krebs, ja, also sorry, eine der Hauptursachen für Krebs ist langfristig überdosierter Zuckergenuss. Ja? Das kann man nämlich wenn du zum Beispiel Krebs hast oder auf Krebsverdacht, ja, dann wird dir nämlich eine Zuckerlösung gespritzt und dann kommst du auf so einen Ultraschall und da, wo die hellen Flecken sind, zieht der Krebs die Metastasen und so weiter den Zucker an. Und so wird festgestellt, wo die Krebsherde in deinem Körper sind. Ja? Also nur mal kurz zur Info: reines Zucker wird dir gespritzt, ja, also so eine Zuckerlösung. Und das allein schon ist der Beweis dafür, dass also es gibt ja Methoden mittlerweile, wo du völlig ohne Medikamente eigentlich nur komplett Zucker ausschaltest, den Zucker. Also quasi auch kein Brot isst, gar nichts. Also überall ist fucking Zucker drin, ja. Und der Krebs ernährt sich durch diesen Zucker. Und ich esse auch viel zu viel Zucker. Ich wurde auch so aufgezogen. Also es ist ständig Zucker, Zucker, Zucker. Ja, nimm zwei, nimm zwei, nimm zwei. Ich weiß es jetzt noch, als wäre es gestern gewesen, als ich ein kleines Kind war. Meine Mutter immer, nimm zwei dabei. Ja, meine Mutter auch immer selber gelutscht das Zeug. Und mit dem Resultat, dass meine Mutter ist jetzt 83 Jahre alt, aber dass sie seit über 20 Jahren, glaube ich, gar keine echten Zähne mehr hat. Ja? Also die sind ja alle ausgefallen. Und als ich ein kleines Kind hatte, das sieht man heute noch auf den Fotos, als ich quasi noch meine Milchzähne hatte, die waren alle total schwarz, schon als sie rausgekommen sind. Das ist alles Karies, das ist alles damit zu tun. Wenn ich das heute meiner Mutter erzähle, dann streitet sie das natürlich alles ab. Aber wenn du den Kindern eben diese Zuckerscheiße wirklich vorsetzt, dann werden sie es auch nehmen, ja. Es ist überhaupt so ein Wahnsinn in unserer Welt, ja, was wir quasi unseren Kindern teilweise antun, jetzt auch wieder mit der Maske und so weiter, da will ich gar nicht mit anfangen. Aber allein schon diese ganze Zuckerscheiße, ja, also wirklich. Und dann stellen sich halt Leute hin und irgendwie pushen irgendwelche Zuckeraktien, ja, die halt diesen ganzen Dreck wie Nestle und so weiter halt produzieren. Und auf der anderen Seite heißt es, naja, und hier haben wir super Pharmaaktien, die machen das Medikament. Genau da. Wow, also genauso wie wenn du, sagen wir mal, zwei Geschäftsmodelle hättest, also zwei Unternehmen. Das eine Unternehmen, ja, produziert Zucker- und fetthaltige Produkte und das andere Unternehmen ist ein Abnehmen-Coaching. Ja, also du produzierst ja quasi deine eigenen Kunden, ja, und das gibt es häufiger, dieses Prinzip. Also in gewisser Weise ist halt einfach unsere Society, unsere Gesellschaft ist einfach fucking krank, ja. Also das ist einfach total hirnverbrannt. Jetzt würde natürlich wieder der Nächste sagen, wenn jetzt so ein Mindset-Coach, ja, dieses Video sehen würde, würde er wahrscheinlich sagen, oh Thomas, da hast du aber ganz große Probleme mit deinem Mindset. Ja, vielleicht bin ich noch einer von den ganz wenigen einigermaßen menschlich denkenden Menschen sozusagen. Ja. Liegt vielleicht auch an der Erziehung, an der gutbürgerlichen, moderaten Erziehung. Medikament Keytruda von 25,5 Milliarden, nachdem es ja zuletzt wieder besser gelaufen ist. Und ich habe
ist natürlich die Frage, ob man da jetzt nachgekauft hat. Schauen wir uns mal den Bitcoin an. Der hat natürlich auch nachgegeben hier. Der Chart, seht ihr, ist ein bisschen runtergekommen, nachdem es ja zuletzt wieder besser gelaufen ist. Und ich habe auch die Chance genutzt und habe ein bisschen nachgelegt, aber nicht beim Bitcoin, sondern bei Ethereum. Ihr wisst ja, dass ich einen kleinen Teil meines Portfolios haben wir beides im Sparplan, ist aber total out of date schon wieder. Auch in Kryptowährungen habe, in Bitcoin und in Ethereum. Für mich ist das einfach eine gute Beimischung, vor allem auch aus Diversifikationsgründen, und für mich stimmt nach wie vor einfach das Chance. Ja, schon klar, aber es ist halt alles ein bisschen spät, ne? Also diese Berichte hätte ich halt vor 5 Jahren gebraucht, ne? Das ist halt einfach. Ich sage mal wieder bei Bitcoin, mich hat auch gestern wieder ein Kumpel gefragt, oh, was sagst du zu Bitcoin? Jetzt fragst du mich jetzt? 2021, fast Ende 2021, fragst du mich zum ersten Mal, wir kennen uns schon so lange, du investierst auch Sparpläne, Aktien und so weiter. Und jetzt fragst du mich zum ersten Mal über Bitcoin, wo das Ding auf 50.000 ist. Wow, das ist halt sozusagen, also ich war schon spät dran, aber du bist ja noch später dran. Ne? Und dann sagt er so, ja, aber ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, jetzt einfach so Ethereum, so 10 Coins mal eben für 30.000 Euro, das ist so eine Menge Geld und so. Solche, also um mal 10 Coins zu kaufen, musst du heute schon 30.000 Euro hinlegen, sage ich. Völlig falscher Gedanken. Du kaufst das Zeug ja nicht aufgrund dessen, wie viel jetzt ein Coin kostet, sondern du kaufst das Zeug aufgrund dessen, wie viel Abwärtspotenzial noch Chance-Risiko ist. Ja, wenn ist doch scheißegal, wenn jetzt ein Ethereum $3.000 kostet oder $6.000, wenn das Upward-Potenzial, wenn du davon überzeugt bist, aus welchen Gründen auch immer, dass das Ding irgendwann mal eine Million wert ist, dann ist es doch scheißegal. Ja, ob du da jetzt nur ein Viertel des Coin hast oder ein Zehntel Coin oder ein Fünftel Coin oder was weiß ich, wie viel Prozentuale. Ja, also, ja, mir regt mich wieder alles auf hier. Was haben wir denn noch? Was haben wir noch hier? Neu steht auch noch dabei. Gehen wir auf Bitcoin und dann seht ihr hier schon den aktuellen Kurs. Wir gehen jetzt mal auf Kaufen und dann könnt ihr entweder hier Stücke eingeben oder es geht auch. Ja, das ist Trade Republic. Okay, haben sie eine Kooperation, finde ich auch okay. Ist eine solide Plattform. Unser Newsletter, wer den noch nicht kennen sollte. Gefährdet sind Unternehmen durch die Inflation, also natürlich erstmal bei der Inflation der Materialien, Rohstoffe und Co., dann auch höhere Löhne. Das ist natürlich auch ein Problem. Also und da ist die Favoriten der UBS und das Blend Airbus, AstraZeneca, auch deutsche Werte, Delivery Hero, Deutsche Telekom auch. Also es sind auch ein paar konservative. Kommen wir später noch, genau. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Ja, auf jeden Fall, ja, meine Meinung habe ich dazu gegeben. Es war ein Vorschlag von YouTube, ne? Fand ich jetzt nicht so ideal, ein bisschen veraltet. Ja, also Bitcoin-Gedöns vom 11. September, das ist zum Beispiel längst viel weiter. Ich habe da meine Sparpläne. Ansonsten alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein, Daumen hoch. Tschüss.